Jetzt soll ich es ausblasen, dann nochmal. Wir haben uns sehr stark fokussiert auf das Thema grüne Wärme mit Pellets. Jo, Hermann, dann würde ich sagen, wir schauen raus in Produktion. Weißt du den Weg? Ja, ich sag dann. Ah ja, hui, hört sich jetzt dahin. Das Thema erneuerbare Energien ist seit einiger Zeit in aller Munde. Viel wird gesprochen über Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Daneben gibt es aber eine ebenso grüne und nachwachsende Alternative, die mit der richtigen Technik ein nachhaltiges Heizen ermöglicht. Was das ist, habe ich mir da in Oberösterreich genauer angeschaut. Ja, grüß dich. Grüß dich. Servus, ich bin der Stefan. Ja, schauen wir gleich rein. Gehen wir es an. Jawohl. Mein Name ist Stefan Ortner. Ich bin Geschäftsführer bei der Firma Ökofan und wir machen hier Produkte und Lösungen für die grüne Wärme zu Hause, für die Energiewende im Eigenheim. Und da setzen wir auf den Energieträger Holzpellets, der eben regional produziert wird. Und das ist so unsere Leidenschaft, was uns täglich antreibt. So, Stefan, bist du da daheim? Sicher. Was macht es da genau? Ja, das kann ich da ganz gut erklären. Erstens geht es bei uns alles um Pellets. Das ist ja ein CO2-neutraler Brennstoff. Ja. Wir machen halt die Geräte dazu, also die Systeme, dass das halt sauber, effizient und komfortabel funktioniert. Also die Pelletsheizungen werden alle da am Standort produziert. Neben diesem Prozess ist für uns natürlich ganz wichtig die Forschung und Entwicklung. Sehr getrieben von der Mission, würde ich sagen. Das unterscheidet uns, glaube ich, schon von vielen am Markt. Und wir haben uns sehr stark fokussiert auf das Thema grüne Wärme mit Pellets. Was ist das jetzt? Das ist eine Heizung, die dann im Keller steht, ja. Von einem Einfamilienhaus. Das andere bei dem ist die Zero Flame, das haben wir ganz neu. Und da ist wirklich so, dass wir, darum haben wir da ein Glasrohr beim Kamin, wo man dann nachher im Kamin eigentlich gar nichts mehr sieht, wenn das rennt. Also das ist wirklich total sauber. Ja. Und das sind also Sachen, die uns voll umtreiben, dass wir da immer die Branche weiterbringen und da technologisch ganz vorn sind. Und wenn man jetzt so eine alte Ölheizung zum Beispiel tauscht auf eine Pelletsheizung, dann spart man 8,5 Tonnen CO2 im Schnitt. Das ist so viel, als würden 3 durchschnittliche Autos weniger auf der Straße sein. Also da hat man einen Riesenhebel für die Energiewende. Und da wollen wir wirklich einen großen Beitrag leisten und immer mehr Leute überzeugen, dass sie das eben dann machen. Das wollte ich dir auch noch sagen, das ist so, das war ganz zu Beginn ausgeschaut. Hat mein Vater damals das so konstruiert, sage ich mal. Und ja, das war natürlich noch ein wenig anders, aber vom Prinzip her hat das da gleich einmal ganz gut funktioniert und das war halt unser Riesenvorteil. Aber Pellematik, genau. Das war der Name, oder? Das ist immer nur der Name, genau. Das soll ich dem ausdrücken mit Pellets und automatisch. Okay. Mein Vater hat das gegründet 1989 und er war dann der Erste in Europa, der so eine Pelletsheizung wirklich gebaut hat und typisieren lassen hat. Und bevor es eigentlich noch den Brennstoff gegeben hat, also es war eine ziemliche Pioniergeschichte. Und dann mit der Zeit ist da auch wirklich der Durchbruch gekommen. Vor allem, als die Sägeindustrie erkannt hat, dass das eine Riesenchance ist für sie, weil vorher haben sie ja die Sägespäne eigentlich auf die Deponie fahren müssen. Und erst mit der Verbreitung von Pelletsheizungen haben sie dann einen Markt gefunden. Jo, Hermann, dann würde ich sagen, wir schauen raus in Produktion und schauen uns an, wie sowas produziert wird. Mhm. Super. Weißt du den Weg? Ja, ich sag dann. Weißt du. Als Ökofan gegründet wurde, waren das gerade mal 3 Mitarbeiter, mein Vater und 2 weitere Mitstreiter. Als 1997 dann die Pelletsheizung auf den Markt gebracht wurde, ging es dann eigentlich relativ rasch vorwärts. Und wir stehen jetzt aktuell bei so 700 Mitarbeitern europaweit. Und ja, das ist eine große Familie eigentlich. Was natürlich auffällt, ist der enorm schöne Ausblick da. Ja, ja, ja. Liegt es Wert drauf natürlich auch, oder? Ja, wir haben immer geschaut, dass wir die Arbeitsplätze rund um die Fenster, also bei den Fenstern machen, am Außenbereich von den Hallen. Weil ja, das Material kann in der Mitte sein, wo nicht so viel Tageslicht ist. Ja. Und das ist natürlich schon super. Ja. Und da haben wir halt in der grünen Wiese. Das ist natürlich schon ein ansprechender Arbeitsplatz, glaube ich. Ja, Hermann, jetzt hast du alles gesehen bei uns innen drinnen, wie das funktioniert mit den Pellets, wie einfach das ist für einen Kunden, dass man sozusagen daheim warm hat, Wärme, Feuer. Und jetzt haben wir uns da eine ganz besondere Challenge für dich überlegt. Nämlich, dass du, so wie es früher war, das Feuer machen musst. Nicht so komfortabel, wie es bei den Pellets geht, sondern einfach mit einem Stabel und einem trockenen Holz. Freust dich eh? Absolut. Ich bin ganz begeistert. Ich habe es jetzt auch noch nicht geschafft oder probiert, so richtig. Also, und ich soll es jetzt schon? Ja, klar, klar. Das ist auch nicht schlecht. Ja, sonst haben wir uns nicht einen Profi geholt. Okay, ja. Also, ja. Was tun wir mit dem eigentlich? So, geh mal ein wenig auf Zeigen, glaube ich. Ja, dann legen wir los. 3, 2, 1, los! Ich sehe schon ein bisschen was.
Ja, mit der Raiffeisenbank, das hat immer gut funktioniert, schon sehr viele Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Zusammenarbeit schon ist, aber das funktioniert sehr gut. Und das ist halt schön, weil es da regionale Ansprechpartner gibt, die auch uns verstehen. Und da geht das auch recht schnell und unkompliziert. Also wir schätzen die Zusammenarbeit sehr. Jetzt soll ich ausblasen. Nein, nein, nein. Ich werde nicht krachen. Ja, Kraft! Ja, Mann, ärgert dich nicht. Das hat noch nie wer geschafft. Dann machen wir halt eine Feier mit Pellets, das können wir eh machen. Ja, genau, machen wir so. Ist, wenn du das lieber ist. Das wäre auch ja. Wie weit man mittlerweile selbst in den ursprünglichsten Dingen als Gemeinschaft gekommen sind, wird einem immer dann klar, wenn man auf etwas Alltägliches verzichten müssen. Dass man aber eben auch die selbstverständlichsten Dinge jeden Tag neu denken und weiterentwickeln kann, beweist Stefan und die Familie Ortner seit über 30 Jahren und geht so zusammen mit den richtigen Partnern innovativ und nachhaltig seine ganz persönlichen Erfolgswege.